endlich Level 12. Ab zum Belaya, denn am Belaya wollen wir auf die geilen Forellen und auf die Eschen gehen. Und was wir dafür benötigen, das zeige ich dir jetzt. Wenn wir ganz frisch Level 12 sind, haben wir in der Regel noch gar nicht so viel und stehen hier tatsächlich immer noch mit dem kleinen, ja, Starter-Set, mit der Spinning-Route, die man ganz am Anfang hatte. Also ein wirklich feines kleines Set, was tatsächlich perfekt geeignet ist fürs Angeln am Belaya, allerdings eben eine sehr schwache Tragfähigkeit hat, also wirklich nicht viel aushält. Was natürlich auch noch wichtig ist, wir haben gar nicht so viele Köder. Nichtsdestotrotz nehmen wir uns das Gerät und gehen wichtig an diese Seite hier, die Seite mit der Felswand. Wir gucken mal eben, wo die Verwaltung ist. Da ist sie, in dem Zelt wird verwaltet. Wir kaufen uns natürlich auch hier die Map. So. Und dann können wir jetzt hier reinschauen. Zack. Das hier ist die Seite von der Felswand. Hier wollen wir immer hinwerfen. Welche Stellen richtig gut immer wieder funktionieren, zeige ich dir natürlich auch gleich. Wir haben hier das Café, wo auch immer wieder gute Aufträge drinne sind. Hier aktuell gerade eher Aufträge, die äußerst schwer zu erledigen sind. Das Einzige, was noch gut funktionieren könnte, wären zum Beispiel, wenn man Grundangeln macht hier. Das kann man natürlich auch am Belaya. Oder wenn man hier vielleicht Döbel fängt, wobei das auch schon sehr, sehr, sehr kritisch wird. Vielleicht fangen wir sogar noch ein paar Barsche. Ganz wichtig für alle Kaffeeaufträge, achtet im Anfangsbereich weniger auf diese Aufträge hier unten. Die untersten drei sind nicht für Anfänger geeignet. Das sind sehr, sehr schwere Kaffeeaufträge. Zum Teil sogar, ich würde fast sagen, unmögliche Kaffeeaufträge. Wenn wir uns anschauen hier, der Timen ist drin im Café als Kaffeeauftrag. Natürlich hätte jeder gerne so einen Timen hier. Natürlich auf dem passenden Setup und nicht auf einer 2-Kilo-Route. Mit 55 Kilo. Mit 55 Kilo Rekorde Belaya wurde dieser Fisch noch niemals gefangen. Also ihr seht, wie sinnvoll diese Kaffeeaufträge zum Teil sein können. Also Augen davon weg. Wichtig ist, wenn ihr hier natürlich auf Eschen oder auf Forellen aus seid, wenn diese Kaffeeaufträge da drin sind, dann ist das super. Des Weiteren haben wir hier natürlich noch ein Lebensmittelgeschäft, eine Werkstatt und das Angelgeschäft und natürlich wie in jeder Map auch ein Werkzeugladen. Im Großen und Ganzen kann man sagen, Finger weg vom Shoppen am Belaya, denn das Gewässer hier ist ziemlich teuer. Wir kaufen anfangs am ehesten an der alten Festung und später dann mit Level 20 wird am Wolchow eingekauft, denn da sind die Preise am besten. Also hier kein Shoppen. Wenn wir dann hier die ersten Fische rausziehen wollen, gehen wir natürlich hier, wie gesagt, zur Felswand und werfen dann aus. Man kann am Belaya überall angeln. Man kann überall die Spinner rauswerfen. Es gibt allerdings immer wieder ein paar Stellen, die ganz gut funktionieren. Und zwar befinden sich, na jetzt ist es gerade hier doch sehr dunkel, befinden sich an manchen Stellen im Wasser Steine. Da gehe ich gleich auch nochmal hin. Jeweils hier und hier. Und in diesen Bereichen an der Nordspitze und an der Südspitze, da kann man das auch ganz gut testen. Aber natürlich auch hier direkt in der Mitte. Ich starte einfach mal hier mit diesem Set, so wie es zusammengebaut ist aus dem Tutorial oder nach dem Tutorial. Ich habe ja hier schon einmal einen Haken verändert, einen hochwertigeren Haken dran gemacht im Spinning Tutorial. Und das ist auch für dieses Gewässer ein ganz wichtiger Punkt. Hier funktionieren diese Puschelhaken ganz besonders gut. Natürlich auch da wieder im höheren Bereich kauft man sich natürlich einen hochwertigeren Puschelhaken und nimmt dann nicht hier diese billigen. Im Moment kann ich mir das leider noch nicht leisten, denn ich spare ja auf eine hervorragende Spinning-Route genau für dieses Gewässer. Wir haben hier 100 Meter Schnur drauf.
Das bedeutet auch, wenn wir hier mal in einen richtig dicken Drill geraten, das heißt, es beißt ein viel zu großer Fisch an, müssen wir zusehen, dass wir den Fisch kontrollieren und lenken. Ganz schwierig am Belaya, denn sobald ein Fisch nach links oder nach rechts abhaut, müssen wir ganz schnell hinterherlaufen und versuchen, den Fisch gegen die Felswand zu lenken sozusagen, dass er nach da hinten zur Felswand flieht. Wenn er nach links und rechts abhaut, ist, glaube ich, ganz klar, was passiert, dann ist er weg. Noch schlimmer als nach rechts abhauen ist nach links abhauen, denn das Gewässer fließt hier runter und gegen die Strömung zu drillen wird natürlich noch schwerer. Also, lange gesabbelt, raus mit dem Köder, maximaler Auswurf, gib ihm und wir kurbeln ein, wir erhöhen die Geschwindigkeit so weit, dass hier unten in der Mitte die Actionbar so ein bisschen anfängt zu flackern. Ich mache vorsichtshalber nochmal die Bremse ein bisschen weiter runter, denn ich weiß ja nicht, wie das Set jetzt hier gerade eingestellt ist. Wir können nochmal ein bisschen schneller drehen. Siehst du, da unten flackert es jetzt schon wieder. Wir müssen gucken, die Geschwindigkeiten sind natürlich unterschiedlich einzustellen, auch ob wir gegen die Strömung, mit der Strömung, seitlich zur Strömung ziehen. Auf solche Sachen muss man immer ein bisschen achten. Dann kann man auch verschiedene Geschwindigkeiten testen. Die Fische reagieren auf äußere Einflüsse. Bedeutet, wenn wir hier bei vielleicht sehr warmen Temperaturen stehen, haben wir manchmal deutlich besseren Erfolg, wenn wir langsamer durchziehen. Genauso kann es sein, dass die Fische dann vielleicht einfach bei sehr kalten Temperaturen einfach grundsätzlich schon mal besser beißen oder dann eben, wenn wir ganz schnell durchziehen, vielleicht eher beißen. Also da muss man einfach rumspielen, man muss es testen. Das ist immer tagesabhängig und wie gesagt auch temperaturabhängig. Auch nachts ist es natürlich so, dass die Fische dann ein anderes Bissverhalten haben. Das heißt also, es kann gut sein, dass ich jetzt in der Nacht mit meiner kleinen Köderauswahl, die ich jetzt ja gerade nur habe, also das ist ja alles, was ich habe, dass ich damit vielleicht gar nicht so gut fange. Kann durchaus passieren. Das heißt, wir testen natürlich alle Köder einmal durch, die wir haben und werfen dann natürlich auch immer Maximum aus und testen allerdings jetzt erstmal den ersten Köder, den wir hier haben, auch in verschiedenen Geschwindigkeiten. Gucken wir mal, hier oben im Bereich, kommen wir da um die 30 hier, 39, 40 herum, da ist dann auch nochmal so ein bisschen Gezuppel drinne. Und dann testen wir, wie gesagt, verschiedene Geschwindigkeiten, immer wieder an einer Stelle. Wenn das alles nichts gebracht hat, das heißt, wir werfen 3, 4, 5 mal aus, wird der Köder gewechselt oder einfach die Stelle gewechselt. Was man natürlich auch machen kann, man kann spielen beim Drillen oder beim Einkurbeln. Das heißt, wir werfen maximal aus, lassen den einmal absinken und fangen dann erst an. Oder wir werfen aus und drehen sofort los. Alleine das kann schon den Unterschied bringen, ob dann ein Fisch reingeht oder nicht. Geht der Köder von unten hoch? Geht er an der Oberfläche direkt entlang? Also auch das kann schon den Unterschied bringen. Dann, wenn wir einkurbeln, können wir zusätzlich zwischendurch nochmal Shift drücken. Zack, hier unten steht schnelles Einkurbeln und zack, geht der erste Fisch rein. Ich drücke als erstes Steuerung rechte Maustaste, drehe die Bremse ein bisschen hoch, Steuerung rechte Maustaste nochmal, damit wir den Anschlag setzen. So, und jetzt mache ich mal ein bisschen lauter, dass man den Drill auch gut hört. Shift so ein bisschen nachkurbeln, wir können, ich drücke jetzt linke Maustaste halt konstant, drücke jetzt auch Shift. Und ziehe so langsam die Bremse nochmal höher zwei Stufen, dass wir so anfangs von diesem roten Bereich sind. So ganz in den roten Bereich müssen wir ja nicht. Und dann lenken wir. Sobald wir sehen, dass der Fisch, jetzt geht er zum Beispiel nach links rüber, jetzt hat er gerade gewechselt. Drehen wir die Route auch mit. Das heißt, wir haben immer die Möglichkeit, dem Fisch quasi die Schnur vorwegzuziehen. Und dadurch hat er weniger die Chance, seine Kraft auszuüben. Der entwickelt natürlich die meiste Kraft, wenn er jetzt so straight up nach vorne hinweg schwimmt und die Schnur einfach hinter sich herzieht. Da können wir gar nichts machen. Der zieht jetzt einfach weg. Keine Chance. Wenn wir ihn dann halt nach links und rechts so ein bisschen versuchen zu ziehen. Ich mache mal noch eine Bremse höher, dann sind wir jetzt hier im roten Bereich.
dann haben wir eben eher die Möglichkeit, dass wir ihn vielleicht rumlenken und dann wieder, wie gesagt, die Schnur am besten nach vorne hinwegziehen und dadurch dann den Fisch halt deutlich leichter rauskriegen. So, jetzt sind wir hier genau an der Situation, die wir eigentlich haben wollen. Oder eigentlich wollen wir die so nicht haben. Aber es ist halt ganz schön, wenn es dann halt mal so passiert. Wir haben zum einen unten jetzt in der Anzeige natürlich die Actionbar. Wir haben oben drüber die Anzeige von der Spule. Die Bremse könnte auch bald anfangen zu glühen bei den Geschwindigkeiten. Und wir sehen, dass wir kaum noch Schnur drauf haben. Das heißt, jetzt haben wir hier wirklich eine heikle Situation. Die Schnur immer schön gerade halten, immer mitlaufen hier. Und der Fisch ist ausgeschlitzt. Passiert häufig. Aber das war halt genau die Situation. Ne? Gerade auslenken gegen die Felswand. Sobald er abhaut, mitlaufen und in die Richtung ziehen, wohin er abhaut, damit er umdreht und in die andere Richtung schwimmt. Und wenn er dann zu weit wegschwimmt und nicht mehr gegen die Felswand, das gleiche Spiel natürlich in die andere Richtung, das heißt wieder in die Richtung ziehen, damit er dann wieder umdreht. Also das ist eine ganz heikle Situation. Dass das jetzt so passiert, ist jetzt anfangs gar nicht ungewöhnlich, je nachdem, was das für ein Fisch war. Ich vermute mit so einem silbernen Köder, dass es ein Rapfen war. Rapfen sind ziemlich kampfstark. Auch im kleineren Gewichtsbereich, sagen wir mal, der hat 800 bis vielleicht 1 Kilo vielleicht gewogen, hätte der uns noch richtig lange beschäftigt. Ja, wir nutzen natürlich die Situation, wir haben jetzt den Köder schön weit draußen ausgelegt, das heißt, wir machen zwischendurch immer mal wieder Shift, das ist nach einer kurzen Zeit auch wieder weg, dann hören wir auch wieder auf mit Shift, lassen Kurbeln wieder 5, 6, 7 mal langsam, dann machen wir wieder schnell. Dann kommt es da wieder, schnelles Einkurbeln, dann hören wir wieder auf und haben einfach so eine kleine Spielerei und Variation damit drin, dass wir quasi den Köder so ein bisschen, ja, ein bisschen attraktiver einfach machen für die Fische. Was man auch natürlich machen kann, ist sowas wie einen Stop und dann kurbelt man wieder weiter. Auch dann wieder einen kurzen Stop. Auch sowas kann triggern, wobei das häufiger eben auch Fische triggert, die wir nicht haben wollen. Sowas wie zum Beispiel Hechte, die werden von herunterfallenden Ködern immer ganz gerne getriggert. Kann man super nachvollziehen, wenn man am Koori angelt. Da sieht man das immer ganz gut, welche Fische oder wie die Fische auch angeschwommen kommen. Und gerade wenn Köder halt so runterfallen, triggert das, wie gesagt, häufig auch Hechte. Die wollen wir nicht, denn die können unsere Schnur durchbeißen. Die wollen wir an diesem Gewässer hier auf jeden Fall vermeiden. Gehen wir nochmal auf die ganz wichtigen Komponenten des Sets ein. Das heißt, das A und O fürs Angeln am Belaya ist eine Rute mit einem passenden Wurfgewicht. Im Light- oder Ultralight-Bereich ist das sehr leicht erreicht, das gute Wurfgewicht. Ab dem Medium-Bereich wird es langsam schwierig. Bei dem Wurfgewicht versuche ich immer unter 3 Gramm zu bleiben als Mindestwurfgewicht. Max ist eigentlich nicht so wirklich relevant. Es sollte auch da natürlich nicht zu wenig sein. Denn wenn wir jetzt gucken, dieser Köder hier zum Beispiel wiegt allein schon 6 Gramm. Und es gibt natürlich auch noch schwerere Köder, die an diesem Gewässer hier funktionieren. Aber das Wichtige ist ja, wie gesagt, auch das Mindestwurfgewicht, denn wir wollen hier kleine Köder rauswerfen. Guckt euch das an, dieser Köder 2,5 Gramm, auch dieser hier 2,5 Gramm. Und wenn wir eben mit solchen Ködern hier angeln wollen, müssen wir die eben auch rauskriegen. Je weiter wir hier rauskommen, umso besser ist es. Wie wissen wir, wie weit wir rauskommen müssen? Woher sehen wir das? Das zeige ich dir. Es gibt da hinten, wie gesagt, eine Stelle, das ist halt ein ganz guter Anhaltspunkt, wo man eben sehen kann, ob man ungefähr weit genug rauskommt. Die Weite, die ich jetzt hier mit diesem Köder zum Beispiel habe, ist äußerst grenzwertig. Wir gehen da mal eben hin. Ich packe die Route kurz weg und wir gehen einmal hier in den Süden und dann auch gleich nochmal in den Norden. Wenn wir uns hier jetzt hinstellen zwischen die Büsche, dann haben wir doch da einen ganz guten Anhaltspunkt. Dieser Stein ist es. Wenn wir mit unseren Ködern ungefähr so weit kommen, dass wir hier neben den Stein ungefähr landen, also gar nicht mal so weit davor, das ist so dieser, ich sag mal, so dieser Grenzbereich,
lieber, wie gesagt, noch daneben direkt auf der Höhe oder eben noch weiter, dann ist das doch eine ganz gute Weite. Wir testen das mal hier mit dem ganz leichten und wir kommen knapp davor. Also, wie gesagt, da haben wir, wie gesagt, den Grenzbereich erreicht. Bäm, und es geht schön was rein. Sehr gut. Den versuchen wir jetzt mal schön vorsichtig zu drillen. Der ist auch nicht ganz so groß. Das passt doch ganz gut. So, komm mal ran hier. Also, wie gesagt, dieser Grenzbereich ist wichtig. Wir kommen natürlich mit der Zeit immer weiter. Das ist ja jetzt hier der Account, der als Allround-Account geskillt ist. Wenn du jetzt als Spinning-Account hier geskillt bist, yep, sehr schön, dann kommst du automatisch schon ein bisschen weiter, denn du hast ja einmal den Spinner geskillt, du hast die Route vielleicht schon geskillt und dadurch hast du schon eine erhöhte Wurfweite. Ja, das ist natürlich ein ganz hervorragender Fisch und das ist auch der Fisch, den wir hauptsächlich mitfangen wollen. Europäische Esche in einem Gewicht von ungefähr, ja, ich sag mal über 800 Gramm. Das ist top, dafür gibt es auch regelmäßig Kaffeeaufträge. Wunderschöner Fisch, einer der geilsten Fische hier im Game. Macht immer wieder Bock. Ja, und dazu dann, wie gesagt, als Pendant dann noch die Regenbogenforelle. Dann haben wir hier die zwei wichtigsten Fische an dem Gewässer. Vielleicht dann noch den Döbel nebenbei. Und dann sind wir hier an dem Gewässer komplett glücklich. Diese drei Fische sind unsere Zielfische. Was sehen wir hier? Wir haben natürlich jetzt gerade dadurch, dass wir den gefangen haben, auch eine Qualifikation erledigt. Wir sehen, wir kriegen wahnsinnig gut XP. Was kommt natürlich noch dazu? Wir angeln mit einer Leitrute 50% Bonus XP dazu. Auch richtig gut. Das heißt, wir sind hier bei 1681 XP für einen ollen Fisch. Plus Spinning-Bonus natürlich auch noch da drauf. Schmeckt. Und damit das Ganze abgerundet ist, wollen wir mit diesem Fisch natürlich auch noch Silber machen. Und wir machen mit dem Fisch auch noch richtig gut Silber. 11 Silber für einen Fisch. Das haben wir an den meisten Gewässern bisher noch nicht verdient. Das ist der Grund, warum das Angeln hier am Belaya auch so interessant ist. Dazu kommt, wie gesagt, die Möglichkeit hier auf Kaffeeaufträge, die dann natürlich nochmal mehr Silber bringen. Eine andere Stelle ist dann genau oben im Norden. Auch da gehen wir eben hin. Das heißt, hier standen wir ja am Anfang. Auch das geht halt richtig gut. Dann kann man sich, wie gesagt, hier in diesem Bereich hinstellen. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Hier ist es halt auch wieder ein bisschen tricky. Die Strömung geht nach da oben. Das bedeutet wieder, wir wollen natürlich gucken, dass wir die Fische nicht verlieren, wie gerade die Situation, wenn wir in so einem harten Drill sind und wir werfen in die Richtung, ist es schwieriger für uns, den Fisch rauszuziehen. Das heißt, wir hüpfen hier mal schnell rüber und gehen dann vielleicht eher in diese Ecke hier oder sogar nochmal ein bisschen spitzer rein und werfen dann jeweils hier in Richtung von dem Felsen, der da vorne im Wasser liegt. Also, wir fangen mal an, vielleicht an dieser Stelle und werfen dann hier aus. Gleicher Köder wie gerade schon. Zack, raus damit und wir drehen jetzt hier mit der Strömung, ziehen wir ja jetzt hier ein. Gucken, zack, guck mal da, beißt auch schon was an. Wieder Steuerung und rechte Maustaste für ein bisschen den Anschlag setzen hier. Wir haben ja immer noch sehr schlechte Haken dran. Das heißt, das Ansetzen des Anschlags ist dann doch immer wieder wichtig, dass wir da den Fisch auch richtig gut haken und nicht verlieren. Döbel, da ist er, wie auch schon angekündigt. Natürlich nicht ganz so groß. Wenn ein Döbel mit über 4 Kilo dann im Trophäenbereich ist, haben wir natürlich da noch ein bisschen Luft nach oben. Trotz allem hat er nicht ganz so viel XP wie so eine Esche. Zack, und wieder raus damit. Ja, was können wir noch machen? Wir müssen jetzt natürlich zusehen, dass wir Köder testen und probieren und ausprobieren. Farben ausprobieren und so weiter. Was lohnt sich als erstes an Köder? Die besten Köder für den Anfang sind tatsächlich die, die wir im Inventar haben. Und dazu zählt Dragonfly Bell oder tatsächlich hier Dragonfly Long und Streamer. Die können wir anfangs tatsächlich alle ganz gut verwenden. Die sind recht günstig und haben ein ganz hohes Wurfgewicht. Das heißt, wir kommen damit richtig weit raus. Wir testen einfach mal hier vielleicht diesen Streamer.
hatte ich ewig nicht mehr dran. Wenn wir hier ins Detail gehen, wir sehen, der hat sogar einen automatisch schon einen sehr feinen Puschelhaken. Nicht viel Tragfähigkeit auf dem Haken. Das heißt also, auch ein Haken kann ja brechen. Wham, der geht richtig weit raus. Weil er so schwer ist, müssen wir vielleicht ein bisschen schneller kurbeln. So, also. Also, die Tragfähigkeit des Hakens müssen wir natürlich auch mal ein bisschen mit beachten. Die steht leider nirgendwo beschrieben. Das heißt, wir können das ausschließlich über die Qualität ableiten sozusagen. Kauft daher am besten nicht diese ganz billigen Haken. Auch hier diese mit diesem gelben Puschel würde ich am besten gar nicht erst kaufen. Ich sag mal, oha. Oha, oha, oha. Ich mach mal wieder ein bisschen lauter. Oh, ja, 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 ja. So, komm ran. Steuerung und Steuerung. Zweimal angeschlagen. Und jetzt gehen wir erstmal entspannt in den Drill. So, und der zieht wieder ein bisschen ab. Wir laufen jetzt hier rum. Wir wollen ja nicht mit rechter Maustaste, dass die Route so ein bisschen die Spannung aufrechterhält. Und wir ziehen jetzt hier quasi mit der Strömung den Fisch mit der Strömung runter zu uns, dass er es einfach schwieriger hat, dann gegen die Strömung auch noch abzuhauen. Da kommt tatsächlich schon die nächste Esche. Ist ja der Hammer, Alter. Richtig schöner Brocken. Im Idealfall dann auch natürlich den Kescher raus. Zack, 1,1. Richtig schöner Brocken. Da sag mal einer, man fängt hier mit dem kleinen Starter-Set keine dicken Fische. Also, das lohnt sich natürlich richtig, richtig gut. Fast 2000 XP für diesen Fisch. Und wenn wir in den Fischmarkt schauen, sind wir da bei diesem Fisch bei 13 Silber. Schmeckt. Auch der kleine Döbel ist natürlich gar nicht verkehrt, der war ja auch sehr schnell rausgezogen. Und was machen wir, wenn wir hier die ersten Kohlen haben? Wir reinvestieren als Spinning-Angler, wie gerade schon gesagt, in unsere Köder. Ich würde als erstes diese Serie hier kaufen und zwar komplett. Wir sehen ja hier Dragonfly Bell von der Serie 2, die Variante 002. Wir gucken mal hier im Angelgeschäft nach Dragon. Und da ist sie. Achtet darauf, dass ihr hier jetzt nicht die großen nehmt mit 12 Gramm, sondern, oder hier vielleicht sogar mit 18 Gramm. Wir wollen kleine Köder. Das ist das A und O am Belaya. Das heißt, mit 6 Gramm, vielleicht 7 Gramm so ein bisschen als Limit setzen, gar nicht da drüber gehen, weil die Köder sonst zu groß werden. Also 6 Gramm. Und dann hier diese gesamte Serie durch. Im Idealfall, wie gesagt, kaufen wir ja nicht am Belaya, sondern wir kaufen an der alten Festung oder am Windenbach. Da sollten die dann auch nochmal ein bisschen günstiger sein. Aber diese Serie lohnt sich, wie gesagt, einmal komplett. Dazu dann einmal noch die Haken kaufen. Drillinge wollen wir natürlich haben. Und ich würde anfangen, Minimum mal, wie gesagt, mit diesen hier. Dass wir hier dann die passenden Haken haben. Was ist ein passender Haken? Das sehen wir natürlich, wenn wir den Köder im Detail uns anschauen. Hier haben wir die Möglichkeit, winzige 20er Haken bis 2,0er riesig drauf zu machen. Das ist schon ein bisschen sehr groß. Ich sag mal so ein 4er Haken, 6er Haken bis 4er Haken, das ist eine ganz vernünftige Größe hier für das Gewässer. Und das ist allerdings auch abhängig von den Ködern, die wir gerade verwenden. Nicht jeder Köder kann eben auch solche Haken verwenden, beziehungsweise funktioniert dann auch gut mit solchen riesig großen Haken. Wie gesagt, wenn man so im Mittelfeld sich aufhält, ist das doch ganz gut. Und wie gesagt, solche kleinen Haken hier, man sieht schon, wie günstig der ist. Das sind tatsächlich eher solche Notfallgeschichten, wenn einem irgendwie ein Hecht den Köder weggefressen hat, dass man damit wieder ein bisschen Silber verdienen kann. Ja, das sind die Basics zum Spinning am Anfang am Belaya. Was kann man noch machen, um nebenbei noch ein bisschen Kohle zu machen? Ihr könnt natürlich Grundangeln. Dazu mache ich, glaube ich, ein extra Video Grundangeln am Belaya. Das machen wir dann mit dem Grundangler komplett. Und auch da gibt es dann, wie gesagt, hier schöne Möglichkeiten und auch gute Stellen, wo man gut Silber verdienen kann. Oder ihr kombiniert es zum Beispiel, dass ihr sagt, okay, ich werfe zwei Routen aus auf Grund und gehe dann aktiv mit der dritten Route dann zum Spinning. Ich bleibe immer gerne
beim Spinning alleine, weil ich mich dann eben auf Spinning konzentrieren kann, nicht von dem Gebimmel der Glöckchen irgendwie abgelenkt werde. Dann geht da vielleicht mal so ein oller kleiner Barsch drauf oder ein Rotauge. Da konzentriere ich mich doch lieber schön auf Spinning und ziehe dann da die dicken, fetten Brocken raus. Wenn das Ganze geholfen hat, dann abonniere doch den Kanal, damit du auch die nachfolgenden Tutorials nicht verpasst. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags, immer um 19 Uhr. Petri.